Ihr erobert Europa. Im Namen Ihres obersten Befehlshabers, Adolf. Treue geschworen, bis in den Tod. Das dritte Krieg. Die Sowjetunion vor. Die Propaganda entwickelt einen Sog, dem sich Millionen Soldaten. Die Einflüsse von damals sind in der Erinnerung. Damals als junger Burschen, als 20-jähriger Burschen, war jedes Wort aus dem Munde von Adolf Hitler. Jetzt machen wir mit dem Blödsinn Schluss. Was hätte man tun können? Selbst jede einzelne militärische Entscheidung. Einzelne beginnen zu verstehen, dass dieser Krieg in eine vernichtende Niederlage führt. Den Westmächten erreichen, vielleicht sogar den. Oder haben die Verschwörer moralische Gründe? Der Krieg im Osten ist ein gnadenloser, ein Auch Heinz Drossel wird 1939 in das Potsdamer Infanterieregiment 9 eingesetzt. Ich kam an einen Wald und sah in der Kleidung, wie man jüdisch. Eben solche Männer und hinter. Oder Maschinenpistole in der Hand.
nach dem dort Knienden. Und der Soldat hinter ihm schlug ihm immer den Arm. Drosseln nicht Feinde, sondern Menschen. Und er zieht daraus seine Konsequenzen. Eines Tages soll Heinz Drossel einen ob er gedacht hat, jetzt ist der Moment gekommen, wo du umgelegt wirst. Widerstand im Kleinen, Befehle nachlässig ausführen, Mitte der 30er Jahre, dann kommen die Leute zu ihren Generalstiteln in die Generalsränge, das prägt sie. Im Park bei London wurden die Generäle festgehalten, die luxuriös ausgestattet und es wurde sie keinerlei Verantwortung. Das ist es ja eben, dass die hohen Wehr im Krieg nicht geschlossen verhindert haben. Bock, Manstein, Leb, Rundstedt, die haben die große Schuld. Wird sich am Tag von Potsdam auch das traditionsbewusste Infanterieregiment 9 starken Mann erhoffen sie sich mehr Geld. Viele Generäle werden durch großzügige Geschenke Hitlers sogar persönlich profitieren. Begeisterung des Neubeginns
Die Gefangenen von Trent Park sprechen darüber. Am Anfang habe ich ja immer gesagt, es wird schon nicht so schlimm sein. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Sie einem Untergebenen nicht zugestehen, festzustellen, ob sein Vorgesetzter geistig normal ist oder nicht. Weisen des Widerstands. Der Eid hatte eine ganz Hitler ist für ihn, wie er sagt, ein Hasardeur, der Deutschland ins Unglück treibt. Im Sommer 1941 steht General von Stülpnagel vor der Entscheidung. Jetzt wird sich zeigen, ist er nur aufgebracht über Hitlers militärischen Unverstand? Opfer der Besetzung durch den Fronttruppen beginnen die Sonderkommandos. Historiker Christian Streit hat mit Dokumenten belegt, wie das Armee startete, dass man nun in erster Linie jüdischer Bolschewismus. Macht und fanatische Nazis miteinander verbindet. Stülpnagel räumt der SS erheblich mehr Spielraum ein, als sie nach früheren Vereinbarungen hätte haben sollen. Die SS zu Repressalien gegen Juden auf und verlangt den vermehrten Kampf gegen das internationale Judentum. Stülpnagel wird als Armeeoberbefehlshaber
wohl wirklich krank. Nur, es gibt andere, die in ähnlicher Weise krank sind und auf ihrem Posten bleiben. Also, das hätte vielleicht nicht notwendigerweise dazu führen müssen, dass er sich dann auch krank schreiben lässt. Oberst Henning von Treskow ist zu dieser Zeit erster Generalstabsoffizier. Verantwortung. Seine Planungen sollen zu einem schnellen Sieg über die Hat er versucht, etwas dagegen zu unternehmen? Wäre es ihm überhaupt möglich gewesen? Eine Reihe von Berichten vom Juli 1941, in denen akribisch die hinter der Front erschossenen Treskow, erster Generalstabsoffizier, Verschwörern. Hunderte und tausende jüdische Männer erschossen wurden. Und sie Bewegungsfreiheit der Mordkommandos Himmlers einzuschränken. Borissow in Weißrussland. Hier ist während des Vormarsches für einige Zeit das Haupt, in dem Henning von Treskow eine Schlüsselstellung Das kann ich mir noch entsinnen. Das war für mich niederschmetternd, wie man sowas sagen kann. Im Bewohner des Wohngebiets werden zusammen zu Murren eigentlich, kann man sagen, gestiegen sind, die sicher ahnten, nachts haben sie sie geholt und am nächsten Morgen haben sie sie erschossen. Haustür all dies geschieht, hat davon gewusst. Die Judenverfolgung hat die Schwelle zum systematischen Völkermord überschritten. Offenbar ist Treskow
Anfang des Judenmordes noch akzeptiert haben, dass nicht das geordnete Tagebuch des Henning von Treskow, das uns vorliegt, sondern das sind doch alles ganz hohe. Dass er diese Dinge befürwortet hätte, unterstützt hätte oder mehr als nur um diese Dinge gewusst hätte. Treskow Wir haben Treskow, der in der Weimarer Republik durchaus autoritär ist. Fasst Treskow einen folgenschweren Entschluss. Zunächst die Unterstützung der Feldmarschall. Selbst, dass es nur eine Ausrede ist. Aber wer soll denn sonst meutern? Wiener Soldat, etwa 20 Jahre alt, der wäre 3 Tage an der Front gewesen, dann zu seinem Waffenoffizier gegangen, hätte alle seine Waffen abgegeben und dem Waffenoffizier erklärt, er nehme an.
Und wenn ich an diesem Krieg teilnehme, dann belüge ich mich selbst. Von seiner Haltung abbringen. Er wird zum Tode verurteilt. Um 4 wurde er verbat sich, ein Tuch um die Augen zu nehmen und verabschiedete sich dann sehr herzlich von mir. Der wurde dann die Soldaten wirklich gezwungen? Es gab weigert hätte und dafür ernstlich bestraft worden oder gar erschossen worden wäre. Oder da Unheil im Kleinen verändern. Aber richtig ist auch zu sagen, dass man das große Unheil insgesamt einer Totalverweigerers bleiben die Ausnahme. Die Wehrmacht kämpft weiter. Nur in den ersten Kriegsjahren allein von Siegen die Rede. Für mich ein Schlüsselerlebnis, wo ich mir sagte, nein, diesen Krieg, den will ich nicht mitmachen. Ich will die Verbrechen nicht, ich will keine Menschen töten und ich will ganz einfach leben. Ludwig Baumann wagt in Frankreich mit einem Freund, was andere für Franzosen haben mit einem kleinen Laster um die Ecke gewartet. Frankreich. Doch sie kommen nicht weit. An der Grenze laufen sie einer deutschen Zollstreife in die Arme. Die Deserteure machen von ihren Waffen keinen. Zum Tode verurteilt, innerhalb von 40 Minuten. Ich wurde bei der Vernehmung und auch noch in der Todeszelle gefoltert, weil ich meine französischen Freunde nicht verraten habe, mein Freund auch nicht. Ich wurde dann nach 7 Wochen begnadigt, zu 12 Jahren Zuchthaus. Wir haben es nicht erfahren, weil uns noch ein neues
Es konnte ja jeden Tag auf mich zurückschlagen. Von Franzosen gestanden hätte sie für ihre Freiheit kämpfen und ich hätte sie niederschießen müssen. Also das war nur in der besetzten Sowjetunion. Karl Heinrich von Stülpner. Doch im Dienst des Hitler-Regimes tut er weiter seine Pflicht. Für einige Monate französisch ist oder stärker pro-französisch als viele seiner Zeitgenossen. Kurt Helker dagegen fällt eine klare Entscheidung. Eine Widerstandszelle. Die Gruppe hat Kontakt zur Resistance. Wie überall dort, wo sich deutsche Soldaten aufhalten. Die haben wir verteilt auf verschiedene Art und Weise. Spielte das aufs Ganze gesehen. Nur ganz, ganz wenige haben sie. Widerständler ahnen nicht, dass General Karl Heinrich von Stülpnagel, ihr oberster Führer, gegen Hitler Kontakt hat. Stauffenberg und Treskow manipulieren diese Befehle. In der neuen Fassung erlauben sie, das Ersatzheer gegen die SS und alle Parteidienststellen in Marsch zu setzen, auch in den besetzten Ländern, wenn erst ein Attentat auf Hitler erfolgt ist. Alliierte Truppen in der Normandie. Die militärische
gewagt hat. Worte eines einsamen Helden. Nur durch Hitlers Tod, so glauben die Verschwörer, könnte ein Waffenstillstand mit den Westalliierten erreicht und die dann nach Berlin zurückfliegen, um vom Bendlerblock aus den Staatsstreich einzuleiten. Den Verschwörern zu folgen. In seinem Befehlsbereich will er die SS und den Machtapparat Hitlers entwaffnen. Er wartet nur noch auf das Startsignal. Wie in Paris hätte der Staatsstreich in allen Wehrbezirken des Reiches ablaufen sollen. Stülpnagels Vorgesetzter ist jetzt ein Mann, der schon früher in Attentatspläne eingeweiht war. Generalfeldmarschall Günther von Kluge. Der Anfang vom Ende des NS-Regimes sein. Mein Vater hat dann zusammen mit Hofacker eine Besprechung mit Kluge gehabt, der inzwischen definitiv dann kommt ja der berühmte Satz von ihm, ja, wenn das Schwein tot wäre. Nicht allein Kluge, alle da ist ungeheuer oft drüber gesprochen worden. Später als dessen erbitterter Gegner.
Karl Heinrich von Stülpnagel wird war es bereits zu spät. An der Maas bei Verdun greift Stülpnagel zu seiner Dienstwaffe. Stülpnagel erblindet. Vor den Verbrechen des NS-Regimes die Augen verschlossen, Isolation nicht verhindern. Doch bis dahin fordert der Krieg noch Millionen Opfer.